Hallo, mein Name ist Florian Müller aus dem Agro-Training bei Lemken. Und ich zeige euch heute hier auf dem Feld, wie wir ein Feld mit unserem CC 1200 Terminal und unserer Sirius-Feldspritze abfahren und anlegen. Als allererstes in unserer App CC Control legen wir ein neues Feld an. Dafür auf das große rote Plus. Dem Feld geben wir einen Namen. Als Beispiel einfach Feld 123. Eine Flächengröße müssen wir nicht angeben, da diese sich automatisch berechnet, wenn wir das Feld fertig abgefahren haben. Die Systeme starten einmal neu und jetzt haben wir hier Feld 123 aktiv. Nun wechseln wir in unsere Command-App. Hier ist unsere Arbeitsansicht. Wir sehen unsere Spritze mit unseren Teilbreiten, in unserem Fall Einzeldüsenschaltung, heißt 48 Stück. Wenn wir jetzt anfangen hier zu spritzen, schalte ich als allererstes den Automatikmodus an. Nun habe ich den Automatikmodus angeschaltet, das sehe ich an dem kleinen A. Falls ihr euch wundert, warum macht er schon den Automatikmodus an, wenn ich eigentlich noch außen rum fahre, weil die Spritze spritzt ja jetzt nicht. Ich vermeide jegliche Überlappung, habe aber immer die Kontrolle über den Hauptschalter. So, nun, Vorwärtsgang rein. Wir fangen an zu spritzen. Unsere Spritze geht automatisch runter, da wir die Vorgewendeautomatik eingeschaltet haben. Somit habe ich eine Spritzhöhe und eine Vorgewendehöhe, damit ich beim Rangieren immer genug Platz unter der Spritze habe. In unserer ersten Ecke fahren wir gleich relativ weit in die Ecke hinein. Somit versuchen wir wirklich alles zu bekommen und keine Lücken zu lassen. Alle Überlappungen, die wir nachher haben, werden über den Automatikmodus ausgeschaltet. So, wir nähern uns jetzt gleich unserer ersten Ecke. Wir werden relativ weit in diese Ecke hineinfahren, dann manuell die Spritze ausschalten, rückwärts setzen, wieder passend reinfahren und dann wieder anschalten. Spritze aus, Rückwärtsgang rein und sobald ich das Pedal betätige und der Rückwärtsgang eingekuppelt wird, sehen wir, wie hier die Rückwärtsfahrterkennung aktiviert. Zack, umgeschaltet. Ein Stückchen zurück, vorwärts in die nächste Bahn hinein. Auch da haben wir dann wieder schön gesehen, wie die Rückwärtsfahrterkennung umspringt. Dann stehe ich in der nächsten Bahn, setze wieder zurück bis an den Feldrand. Und hier am Feldrand kann ich jetzt Vorwärtsgang einlegen, umgeschaltet, Spritze an und los geht's. Und so erwische ich auch jede Ecke beim Spritzen. Und alles, wobei schon überlappt wird, da schaltet meine Spritze automatisch über die Einzeldüsenschaltung aus. Großer Vorteil ist einfach, ich habe weiterhin als Fahrer die volle Kontrolle über meine Spritze, denn ein automatisches System wie eine GPS-Teilbreitenschaltung entbindet mich nicht davon, trotzdem die Kontrolle über die Maschine zu haben. Wenn wir sehr schön sehen, wenn wir mit den Fingern rauszoomen, können wir uns genau angucken, was wir schon gefahren sind. Auch hier haben wir eine sehr schöne intuitive Bedienung, mit den Fingern rein und rauszoomen. Und wir sehen, hier sind eigentlich keine Überlappungen. Es handelt sich hier wirklich um ein paar Zentimeter, die nur überlappen, denn wir haben die Einzeldüsenschaltung, den Automatikmodus aktiviert und damit reduzieren wir diese Überlappung auf ein Minimum. Und wir fahren jetzt in die Ecke hinein. Hier werde ich ein Stückchen weiterfahren mit dem Traktor, manuell die Spritze ausschalten, dann rückwärts setzen in die nächste Bahn hinein und wenn wir dann wieder in der Ecke sitzen, mache ich die Spritze wieder an. So, Spritze ist aus. Rückwärtsgang springt sofort um, bevor wir uns überhaupt mit dem Traktor bewegt haben. Also sobald der Traktor den Rückwärtsgang einkuppelt, schaltet er um. Jetzt wieder Vorwärtsgang rein. Springt sofort um, noch nicht bewegt, aber direkt in die richtige Richtung steht die Rückwärtsfahrterkennung. Wir drehen vorwärts in unsere Bahn hinein. Rückwärts in die Ecke. Rückwärtsfahrterkennung ist wieder umgesprungen. Einmal fast
mit reinfahren. So, Vorwärtsgang rein, ist wieder umgesprungen, Vorwärtsgang ist eingelegt, Spritze an und los. Wir haben jetzt keine Überlappung und trotzdem haben wir mit dem Hauptschalter die Kontrolle über die Spritze gehabt. Dann sehen wir gleich da, wo wir angefangen haben, schalte die Spritze aus, zack, alles aus. Schalte die Spritze ab, Parkposition und nun kann ich mein Feld schließen. Ich kann es mir anschauen, ich habe einmal das ganze Feld umfahren, gehe ich auf mein Burger-Menü, dann habe ich hier meine Feldgrenze, Feldgrenze berechnen, habe ich jetzt mein ganzes Feld einmal angelegt. Möchte ich jetzt später wieder speichern und erstmal innen fahren, dann kann ich mir zusätzlich noch ein Vorgewinde anlegen. Vorgewinde umlaufend. So, 24 Meter breit hat unsere Spritze. Okay, das ist hier hinter das Vorgewinde. Lösche ich jetzt die bearbeitete Fläche, sehe ich das Vorgewinde, welches ich später dann zum Schluss spritzen kann. Heißt, ich kann erst die inneren Bahnen spritzen, die Maschine schaltet aus und ich kann am Ende dann außenrum spritzen. So, bearbeitete Fläche löschen, jetzt sehe ich orange mein Vorgewinde. Und wenn ich nun wieder fahren würde, würde ich immer da reinfahren. Eine Sache gibt es hierbei zu beachten, habe ich nur ein DGPS-Signal, muss ich entweder einen Referenzpunkt anlegen, was ich hier in meinem Menü auch kann, Referenzpunkt anlegen, oder aber ich sollte immer mit einem neuen Feld anfangen. Andernfalls sage ich dieses Mal, das ist keine Option für mich, benötige ich ein RTK-Signal, weil ich nur so die benötigte Genauigkeit gegeben habe, jedes Mal.